Oh hey Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA San Andreas. Beim letzten Mal hatte ich ja den... ich hatte einfach einen Frachtflieger, okay? Ich verbringe jetzt noch nicht mal Zeit, den richtigen Namen rauszufinden, weil es gibt ein paar Versionen davon. Und einige sind davon auch, glaubt, ein bisschen falsch. Aber okay, was ich beim letzten Mal vor allen Dingen noch gelernt habe, war... Wenn ich ein riesiges Frachtflugzeug habe, sollte ich vielleicht nicht halsbrecherische Manöver machen, als würde ich gerade eben in einem Stuntflugzeug fliegen, weil auf dem Dach zu fliegen, währenddessen von Raketen verfolgt zu werden und über Meer zu gleiten, wenn man es so nennen kann, ist nicht immer direkt die beste Idee, vor allen Dingen, wenn man dann auf einmal Raketen ganz schnell ausweichen muss. Aber okay, dieses Mal habe ich mir mal gedacht, nehme ich mal den Little Bird. In der Hoffnung, dass ich vielleicht überleben werde, aber ich kann es jetzt schon gleich sagen als Spoiler. Wahrscheinlich wird es nicht allzu lange passieren. Zumindest mit mir überleben. Aber okay, jetzt erstmal wieder den Cheatcode. Weil es ist einfach nur zu schade, dass dieser Cheatcode nicht direkt mit dem Trainer funktioniert. Aber der Carspawner zum Glück funktioniert. Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter nach oben fliegen, ja. Das würde sehr arg helfen. Ist es wirklich jedes Mal notwendig, mich so knapp zu verfehlen? Trefft mich oder verfehlt einfach komplett? Oh ja, das hat mir doch gerade eben gefallen. Ist immer schwierig eigentlich zu sagen, was man eigentlich machen will, weil... wow. Weil ich habe manchmal diesen Wunsch zu sterben, aber nicht so vor allen Dingen. Aber ich weiß nicht. Entweder, oh Gott, ich bin sowas von gearscht. Weil entweder versucht man ganz halsbrecherische Manöver zu machen, um halt eben Jets auszuweichen und währenddessen wird man halt eben von Blackhawks abgeschossen. Oder man fliegt auf freier Fläche hinaus und wird nicht von diesen Helikopter belästigt, aber von Jets. Ist das nicht wunderbar? Oh Gott, hört jetzt bitte auf, neben mir zu spawnen. Ich glaube, mein Helikopter stürzt bald ab und ich wollte unbedingt mal so ein Most Wanted machen, aber keine Sorge, jetzt nur diese paar Sekunden, glaube ich, werde ich nur noch so fliegen, weil es ist auch gleich irritierend, weil man überhaupt nicht mehr drauf klarkommt manchmal, zumindest ich. Und noch gleich vorweg, wie man sehen kann, ist der Helikopter schon bewaffnet, nur der normale Sparrow hat ja nicht direkt eine Waffe, also müsste man dafür einen Clear-Mod drin haben. Und den habe ich jetzt nicht direkt drin. Und ich dachte mir, ist jetzt eigentlich auch nicht direkt so von Nachteil, weil so oder so hätte ich dann probiert damit zu kämpfen und wäre dann wahrscheinlich gestorben. Deswegen. Jetzt versuche ich erstmal wieder ein bisschen weiter nach oben zu fliegen. Das würde unbedingt. Was zum. Komisch, für einen Moment sah das wirklich aus, als wäre es eher ein Eingang. Komm schon, fühlt euch frei, mich abzuschießen. Und wundert euch jetzt am besten nicht, dieser Prozess wird jetzt erstmal ein paar Sekunden gehen. Aber jetzt kommt das Beste und zwar, wenn ich versuche auszusteigen, gehe ich sofort in die Luft. Was so viel Sinn ergibt. Aber okay, Leute, bis gleich. Heilige Scheiße. Ich weiß, das ist wirklich gerade ein ziemlich guter Willkommensspruch, aber trotzdem. Es ist allgemein ja schon bekannt, dass meine Spiele namens GTA San Andreas und GTA 4 so stabil sind wie ein veraltetes Atomkraftwerk, was überhitzt ist. Aber trotzdem, warum? So Leute, willkommen zurück. tut mir gerade eben sehr leid für diese Stelle, aber ihr müsst wissen, mein Spiel ist gerade eben so stabil wie sonst noch etwas. Und ich will jetzt nicht nochmal erklären, wie stabil genau, wie ich meine. Nur in letzter Zeit scheint bei mir so einiges so gerne abzustürzen und das wollte ich auch gerade eben so hoch sagen. Heilige Scheiße! Tut mir leid, aber trotzdem, es nervt ein klein wenig. Deswegen habe ich jetzt einen älteren Spielstand geladen. Aber dass jetzt wirklich so alt ist, wusste ich jetzt auch nicht. Und zwar, warum zum Teufel kann ich nur 2 Meter weit sehen? Ich sollte vielleicht nicht auf den Advance-Button drücken, wenn ich gerade eben schon im Spiel bin, weil das löst jedes Mal einen verfickten, verliebten Crash aus. Huh, Lordi. So, Leute, willkommen zurück. Jetzt konnte ich endlich mal weiter wegfliegen und das endlich Das war mal ein tolles Ausweichmanöver. Aber okay.
Und ich kann dazu nochmal hinzufügen, und zwar, erstens, nein, ich werde nicht die ganzen Karmods rausknallen, weil ich die zu arg liebe. Und, nein, ich habe keine neuen Mods hinzugefügt, wie es zum Beispiel bei GTA 4 Standard ist, aber GTA 4 ist selbst gerade noch da, viel stabiler. Deswegen wundert es mich ja nicht ein klein wenig. Und ich habe diesen bestimmten GTA San Andreas Ordner schon seit, Vista-Zeiten und ja. Ich... Oh, warte mal, das ist sogar dieser Safe Game, den ich geladen habe. Upsi. ja, und zwar, durch einen bestimmten Mod kriegt man dann überall neue Ganggebiete dazu. Ziemlich lustig, dieser Mod, nur er könnte schon ein klein wenig vielleicht dafür verantwortlich sein, dass ich, Crashes habe, aber das ist ja bloß im Safe Game drin, stimmt ja. Oh Gott, ich werd nur verrückt. Also Leute, bis gleich. So Leute, willkommen zurück. Wie man ja sehen kann, fliege ich immer noch den Little Bird. Dieser Husten manchmal so. Das ist wirklich ziemlich schrecklich, muss ich ja zugeben. Und ja, komischerweise funktioniert es jetzt mit dem Schießen und es hat vorhin nicht so ganz funktioniert. Deswegen, ja, wird es jetzt auch erstmal lustig und vor allen Dingen, weil ich ja nichts sehen kann und die Chats mich sowieso abschießen werden. Also, yay! Yeah. Erstmal wieder eingeben. Und ich kann weiterfliegen, sehr gut. Ja, Blackhawks, ihr würdet mich ja nur zu gerne abschießen, aber dieses Mal nicht. Ich habe bestimmte Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel endlich mal wieder den Boden zu finden. Und nicht die ganze Zeit auf dem Dach zu fliegen. Darf das so wahr sein? Ja. Echt schade, dass man damit gar keine, ich weiß jetzt nicht direkt noch mehr, wie es hieß, aber die Chats haben doch dieses System, das man halt eben anvisieren kann und dann eine bestimmte Rakete abschießen kann, anstatt ungelenkt. Und ich wünschte gerade eben wirklich, ich könnte auch eine präzise Rakete abschießen, aber ich muss wohl akzeptieren, dass es nicht der Fall ist. Wow, die war jetzt aber mal richtig gut gedodged und, oh Mann. Ich flieg gerade eben wie ein Schwerbetrunkener. So kann man es natürlich auch am besten erklären. Oh, gerade eben kommt mir was. Wo ist das Parkhaus? Scheiße, darf das nur wahr sein? Ja. Nein. Komm schon, ich muss es ja nicht erreichen. Und das Erstaunliche ist gerade eben wirklich, dieser Viper ist erstaunlich leichter zu fliegen als der Little Bird, auch wenn ich die ganze Zeit eher, ja, dass es halt eher so aussieht, als hätte ich das Teil nicht unter Kontrolle. Es ist nicht der Fall. Upsi. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Aber trotzdem ist dieser Heli leicht empfindlich bezüglich Steuerung. Ja, also, wisst ihr was, Leute, guckt mal, da vorne ist ein Vogel. Okay, Leute, ich habe mich jetzt ein klein wenig ausgespinnt, aber trotzdem, war eine interessante Erfahrung. Ich will jetzt erstmal versuchen, wieder in diese Garage reinzukommen, weil diese Garage, sie hat mich einfach nur gepackt und diese verlockende, ja, die verlockende Freiheit eben da drin, dürfte eigentlich auch klein wenig interessant werden. Nur da reinzukommen, ohne dagegen zu fliegen und währenddessen erschossen zu werden, ist klein wenig schwierig. Ja. Scheiße, genau das wollte ich verhindern. Scheiße. Es bin nicht ich. Ich bin gerade eben nur Luftunterstützung. Alpha Company. Egal. Einfach nur mal rein. Ja, genau. Da. Genau da rein. Ja. Ist doch gerade wirklich ein Chat abgestürzt. Oh, Mann. Scheiße. normalerweise sollte ein Captain bei seinem Schiff bleiben, aber erstens ist kein Schiff und zweitens, wenn ich das mache, bin ich sowieso tot. Also ja, ist es eh egal. Ja, Leute, ich habe jetzt klein wenig einen Trainer an. Ich fühle mich auch klein wenig schlecht darüber, aber trotzdem. Um zu überleben, müssen halt eben ein paar schreckliche Sachen getan werden. Nein, hier kommt jetzt erstmal... Wie zur Hölle kann ich den Schatten hier sehen? Oh, die sind jetzt auch hier drin. Ja, das tut mir aber wirklich leid. Oh, Mann. Leute, es ist einfach nur wunderbar mit anzusehen, wie manchmal die KI versucht, einen hier rauszuschießen. Erstaunlicherweise, irgend so ein Typ mit diesem Raketenwerfer schafft es immer, mich manchmal zu treffen. Und Leute, ich gebe euch ganz
oder ja, ich gebe euch einen ganz wichtigen Tipp, so meine Fresse. Wenn eine Blackhawk mit in derselben Etage ist wie man selbst, anstatt panisch zu reagieren und versuchen, auf die Flasche zuzumachen, sollte man eher versuchen, eine Etage weiter runter zu gehen oder gleich versuchen abzuhauen, was eher besser ist. Aber ich für meinen Fall, nein! Anstatt die Flasche hinzustellen, habe ich versucht zuzumachen und gleichzeitig zu entkommen. Was nicht direkt fröhlich geendet ist, aber nun ja. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA San Andreas. Ich hoffe, euch hat's gefallen und jetzt will ich dann erstmal sagen, bis später.